Hallihallo, mein Lieben, wir gucken mal rein in die Gedanken deines Gegenübers. Was ist denn da los? An was denkt denn dein Gegenüber gerade in deine Richtung? Oh, das Glück ist hier dabei. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Also dein Gegenüber hat wahrscheinlich gerade richtig glückliche Gedanken in deine Richtung. Gucken wir mal genauer. Was denkt hier dieses Gegenüber in deine Richtung? Oh, sehr schön. Sehr schön. Ja, also hier sehen wir schon, ich gucke jetzt erstmal aufs untere Kartendeck noch, was sich mir da noch zeigt. Auf jeden Fall, wow. Ne? Also dein Gegenüber möchte hier Aktionen unternehmen in deine Richtung. Er ist voller Liebe, sag mal jetzt mal so. Er möchte jetzt die Dinge umsetzen. Und wir sehen hier, man hat hier etwas hinter sich gelassen, etwas abgeschlossen. Und bei euch beginnt jetzt hier ein neuer Zyklus, der sich mir hier zeigt, bei dir und deinem Gegenüber. Und zwar wird jetzt hier Wachstum reingegeben. Ja, man kann sozusagen die Dinge schon ernten, die da jetzt hier drin sind. Und hier kommt auch wieder was unter Kontrolle. Und du bist hier auch als die Herrscherin. Und wenn du jetzt nicht die Herrscherin bist, dann hat sich das alles so, ne? Du fühlst dich gut an. Dein Gegenüber fühlt sich geborgen bei dir. Und du gibst ihm auch wirklich hier Kraft. Das ist sehr, sehr schön. Schauen wir mal weiter, was das Linnemore noch sagt. Über was denkt dein Gegenüber noch nach in deine Richtung? Also auf jeden Fall sah das hier schon mal gut aus. Ne? Man macht hier einen Abschluss von etwas, man rundet etwas ab. Ja, jetzt sehen wir aber hier schon wieder, ne, dass hier irgendwie mal Ängste und Unklarheiten noch bei euch waren und Enttäuschungen vielleicht auch noch. Und ja, man trifft hier noch eine Entscheidung. Diese Sache hier zu klären, ja, also entweder waren hier komplizierte Dinge bei euch gewesen, wir fragen mal genauer. Die Wolken bitte, ja, also vielleicht hat er ja Angst in deine Richtung gehabt oder du hast Angst gehabt, man war vielleicht auch unklar, vielleicht war dein Gegenüber auch unklar, so ein bisschen, was hat sie denn für Gefühle in meine Richtung, sind da überhaupt Emotionen, ne, vielleicht hat man hier nie so richtig die Wahrheit gesprochen und man begegnet sich jetzt auch hier in Wahrheit und man richtet sich jetzt auf hier dieses Komplizierte, was da zwischen euch stand, ne, zu bereinigen. Was ist hier noch mit der Schlange? Was sagt ihr hier noch aus? Ja, ne, die Mäuse fressen jetzt dieses Komplizierte raus. Wenn hier noch vielleicht eine andere Person mit im Spiel war, dann wird das jetzt hier geklärt, bereinigt werden, so dass es sich wieder gut anfühlt. Wir haben hier auch noch, dass sich von diesen Blockaden jetzt endlich mal getrennt wird. Ne, man weiß, dass hier Liebe mit dabei ist, im Spiel ist. Man weiß aber auch, dass man dich enttäuscht hat und will das jetzt hier verändern. Ja, da gucken wir mal, was dir dein Gegenüber direkt noch sagen möchte. Also, das ist ja schon mal gut, dass dein Gegenüber hier wieder drüber nachdenkt, diese Sachen mit dir zu bereinigen, zu klären, Wachstum reinzubringen. Du bist nun mal sein Glück, so ist es ganz einfach. Und er möchte dir noch sagen, ich brauche noch ein bisschen Zeit, ne? Und dann fragt er dich, willst du mich treffen? Wow. Ja, mein Lieben, damit wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit. Ciao.